Wie kommst du morgens zur Arbeit? Da ich ein bisschen weiter weg wohne, komme ich jeden Morgen mit dem Auto. Wie oft bist du schon im Karohemd gekommen? Ich bin bisher noch nicht im Karohemd gekommen. Was ist das Außergewöhnlichste auf deinem Schreibtisch? Aktuell ist der Schreibtisch ein bisschen chaotisch, weil wir uns gerade einen gemeinsamen großen Schreibtisch noch teilen, bevor wir dann das Büro wechseln. Pausenbrot oder Essen gehen? Ich bringe meistens ein Pausenbrot mit oder Salat. Genau. Wie kann man dir deinen Arbeitstag versüßen? Am besten durch Schokolade, Kinderschokolade am liebsten. Wie viele Krümel sind in deiner Tastatur? Bisher noch nicht so viele, ich bin erst seit dem Januar am FZI. Woran merkst du, dass es Zeit für Urlaub ist? Ich merke dann immer, dass ich mich total darauf freue, mich darüber informiere, über das Land, über das Urlaubsziel. Inwiefern senkst du den Altersdurchschnitt am FZI? Ich denke, dass ich den gar nicht so wesentlich senke, dass ich da relativ gut reinfalle. Dein peinlichster Moment im FZI. Bisher gab es Gott sei Dank noch keine peinlichen Momente, ich bin ja aber auch noch nicht so lange da. Was passiert, wenn der Kaffee leer ist? Da passiert gar nichts Schlimmes, weil ich keinen Kaffee trinke, ich trinke immer nur Tee. Urgestein oder Newcomer? Wie ich ja eben schon gesagt habe, bin ich erst seit Januar am FZI, deshalb Newcomer. Was ist deine Aufgabe? Ich arbeite im Personalbüro und bearbeite da eben alle Personalangelegenheiten.